Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr hattet unter dem Video, in dem ich über meine Routinen gesprochen habe, darum gebeten, dass ihr gerne ein Video haben möchtet zur Handynutzung, wie man das vielleicht ein bisschen besser machen kann, dass das Handy nicht so ein riesen Zeitfresser wird. Deswegen habe ich jetzt exklusiv etwas für euch. Und zwar kommt jetzt gleich im Anschluss ein Video. Das ist ein Originalvideo aus meinem neuen Online-Kurs. Also das wird dann, dieses Video gibt es auch genauso im neuen Online-Kurs, der ab September erhältlich sein wird. Und mit diesem neuen Online-Kurs, den ich gerade kreiere, kannst du deine persönlichen Wünsche, Ziele, Träume erfüllen. Ganz egal, wie dieses Ziel aussieht. Ob du ruhiger und entspannter sein möchtest, ob du gelassener sein möchtest, ob du das Positive im Leben wieder wahrnehmen möchtest, ob du wieder Freude empfinden möchtest, ob du mit den ganzen Belastungen des Mama-Alltags besser zurechtkommen möchtest. Egal was es ist, dieser Online-Kurs wird dir dabei helfen. Wenn du dich für den Online-Kurs interessierst und rechtzeitig informiert werden möchtest, wenn es dann genaue Infos gibt, findest du jetzt unten in der Infobox zu diesem Video einen Link für eine Warteliste. Dort kannst du dich völlig unverbindlich eintragen und erhältst dann die Informationen, wenn es soweit ist. Und alle, die auf dieser Warteliste stehen, bekommen zusätzlich zum Online-Kurs dann auch noch einen Bonus. Also das lohnt sich tatsächlich, sich darauf einzutragen. Und euch wünsche ich jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. In diesem Video möchte ich nochmal ganz explizit auf das Thema Handy eingehen, weil unser Handy auch so ein extremer Zeitfresser geworden ist. Eine Größe in unserem Leben, die uns Unruhe schenkt, die uns ablenkt, die es uns schwer macht, achtsam im Hier und Jetzt zu sein, bei der Tätigkeit, die wir gerade tun. Da ist einfach ständig Bewegung, immer irgendetwas los, macht es schwer, loszulassen und zu entspannen. Und deswegen ist mir dieses Thema nochmal so, so wichtig. Weil wir kennen das alle, das Handy ist einfach immer in Reichweite und wir reagieren sofort, wenn es klingelt. Oder wenn wir einen kurzen Augenblick Pause haben und gerade nichts zu tun haben, dann füllen wir diese Pause, indem wir das Handy nehmen und auf Instagram durch unseren Feed scrollen. Anstatt diese wenigen kostbaren Augenblicke zu nutzen, um einfach mal zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Das Telefon klingelt, man schaut sofort nach und schon ist man von der Tätigkeit, die man eigentlich gerade hatte, von der eigentlichen Aufgabe abgelenkt. Und wenn die Nachricht besonders wertvoll ist, also wenn das ein Kommentar ist, wenn das ein Like ist, wenn das ein Foto von einer guten Freundin ist, wenn das eine positive Nachricht ist, dann besteht da wirklich eine sehr, sehr große Gefahr, dass ich erstmal auch bei dem Handy bleibe und dass es mir dann schwerfällt, zu meiner eigentlichen Aufgabe wieder zurückzukehren. Unser Gehirn liebt einfach alles, was neu ist. Also jede eintreffende neue Nachricht, jeder neue Kommentar, jeder neue Like ist für uns was Neues, was Aufregendes, was Spannendes und deswegen wollen wir das sofort konsumieren. So funktioniert diese Handysucht. Ist vergleichbar mit einer Süßigkeit, die wir sofort essen können und wo wir halt nicht noch warten können. Das ist einfach unser Gehirn, was da die Oberhand übernimmt. Und unser Gehirn mag natürlich auch Belohnungen sehr, 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 sehr gerne. Und zwar Belohnungen in Form von Likes, Kommentaren, lieben Nachrichten von Freunden, weil die ja an uns gedacht haben, weil wir ein liebenswerter Mensch sind. Und unser Hirn liebt diese Belohnungen. Und unser Handy, achtet da mal ganz bewusst drauf, schenkt uns sehr, sehr oft diese Belohnungen. Auch diese Bestätigung, jemand zu sein, jemand Wichtiges zu sein. Aber das stiehlt uns Zeit. Das stiehlt uns Aufmerksamkeit. Diese Belohnungen, dieses Neuartige kann man sich auch auf ganz andere Art und Weise holen, was viel nährender für uns ist. Und deswegen habe ich jetzt mal hier ein paar Hilfestellungen, ein paar Tipps, wie ihr besser damit umgehen könnt. Und zwar Tipp Nummer 1 ist, den Klingelton auszuschalten. So reagiert man halt nicht sofort, wenn man das Handy hört, sondern den Klingelton auszuschalten und sich dann feste Zeiten zu setzen. Immer zur vollen Stunde oder alle 30 Minuten gucke ich mal auf mein Handy, was es da Neues gibt. Aber ich reagiere nicht sofort auf diesen Klingelreiz. Man kann diesen Impuls aber auch genau umdrehen.
wenn das Handy dann klingelt, das ist Tipp Nummer 2, wenn das Handy dann klingelt, dann springe ich halt nicht sofort hin und schaue nach, sondern ich bin erstmal, ich atme erstmal, ich bin erstmal aufmerksam im Moment und dann gehe ich ans Telefon. Das heißt, das ist dann wie so eine Glocke der Achtsamkeit, der Klingelton deines Handys. Tipp Nummer 3, das Handy einfach öfter zu Hause lassen. Das mache ich persönlich super, super oft, wenn ich meine Freunde besuchen fahre, wenn ich zum Einkaufen fahre, lasse ich das Handy ganz oft zu Hause oder lasse es dann zumindest im Auto und nehme es nicht mit raus, damit man es einfach dabei hat für Notfälle, aber ich nehme es nicht mit in die Wohnung meiner Freunde, ich nehme es nicht mit ins Haus meiner Familie, um da einfach mal Ruhe von meinem Handy zu haben. Und Tipp Nummer 4 ist der Flugmodus. Der ist bei mir ganz, ganz oft am Tag an, damit ich in der Zeit, wo der Flugmodus an ist, einfach ganz konzentriert hintereinander arbeiten kann, nicht ständig da drauf gucke, nicht ständig darauf reagiere. Abends ist mein Handy ab einer gewissen Uhrzeit immer im Flugmodus. Also da für dich einfach neue Routinen einzuführen, zu schauen, was für dich und dein Handykonsum, dein Handyverhalten passt und das einfach runterzuschrauben, einfach zu minimieren, die verschiedenen Übungen mal für sich auszuprobieren und zu schauen, was für dich persönlich passt, um das Handy nicht mehr als diesen Zeit- und Aufmerksamkeitsfresser und Achtsamkeitszerstörer in seinem Alltag zu haben.